Videospiele, das, wodurch man zum Amokläufer wird. Im Moment kriselt es da in der Branche ganz schön. Und zwar bei den Fans. Die sind nämlich ziemlich sauer. What the fuck is this game? Na, korrekt heißt das. What the fuck? Über das ganze Jahr 2021 bis heute reiht sich ein enttäuschender Release an den nächsten mit teilweise lächerlich schlechten Grafiken. Das passiert, wenn man das Motion Capturing von einer Qualle machen lässt. Wir haben uns mal angeschaut, wie lustig die kaputten Spiele zum Teil sind, die die größten Hersteller uns andrehen und was du dagegen tun kannst. Ein Spiel abzuliefern, das den Usern auch auf Anhieb gefällt, ist vielleicht nicht immer ganz einfach. Aber der Ablauf ist eigentlich seit Jahren eingespielt und der sieht ungefähr so aus. Alles fängt mit der Idee an. Leute! Fortnite und Apex Legends räumen im Moment alles ab. Wir brauchen unbedingt auch ein Battle Royale. Und zwar mit unserem größten Exportschlager. Hola, Penderos. Ich mache euch ordentlich die Neros. Und zwar hiermit. Senior Pinkies Grande Fiesta. Hey, wow. Diese Idee wird dann an den Entwickler übergeben. Ja, ein Battle Royale-Shooter mit einem mexikanischen Waschbär und eine Pommes. Der Entwickler kreiert dann das Spiel. Im engen Austausch mit der Firma natürlich. Nein! Das Nacho-Schießen des Sombrero-MG ist essentiell, das muss drinbleiben. Und das mit dem Pommes war ernst gemeint. Dann wird eine erste Version geplaytestet, was im Prinzip heißt, man gibt das Spiel dem größten Nerd der Firma und sperrt den damit eine Woche ein. Der Spray-Pattern von der Guacamole AK ist viel zu weit angelegt. Die Hitbox von dem lustigen Colt-Kaktus ist viel zu groß. Der Tequila-Trank ist total OP und kann ich bitte irgendwo duschen? Ist das eingearbeitet, wird eine Beta- oder Stresstest-Version zum Ausprobieren veröffentlicht, um seltene Fehler zu entdecken und die Serverbelastung auszutesten. Senior Pinkys fabulöses Wüstenbike kann fliegen, wenn man im richtigen Winkel die Taverne hochfährt. Und die ganze westliche Rheinseite hat einen High-Ping. Jonas will noch eine Pommes. Ja, und wenn das alles geschafft und eingearbeitet ist, kann man das hier auf den Markt bringen. Senior Pinkys Grande Fiesta. In letzter Zeit werden da allerdings von den Firmen gerne mal ein paar dieser Schritte übersprungen. Zulasten der Gamer, die das dann alles ausbaden müssen. Die Spiele sind scheinbar zu Release nicht genug getestet worden. Das fängt schon damit an, dass man manche der letzten großen Releases technisch gar nicht spielen konnte. Battlefield 2042 zum Beispiel. Das kam im November 2021 raus und war anscheinend etwas zu ambitioniert. Battlefield 2042 lief zum Start sogar auf High-End-NASA-Rechnern nur so mittelmäßig. Wenn die Spiele dann mal laufen, gehen die nächsten Probleme los. Bugs, Fehler, Pannen überall. Battlefield 2042 hatte unter anderem Hovercrafts, die es mit der Physik nicht ganz so genau nehmen. Die GTA-Trilogie hatte Regen, der das ganze Bild verdeckt. Und was Konami sich bei eFootball gedacht hat, das weiß wirklich niemand. Wer hat das denn designt? Picasso nach einem Schlaganfall? Firmen haben also irgendwie den Bezug zu dem verloren, was die Fans wollen. Das ergibt Sinn, wenn man bedenkt, dass sie die Fans auch einfach gar nicht mehr fragen. Battlefield zum Beispiel hatte mal ein Community-Programm für Feedback, das Game Changer-Programm. Betonung liegt auf hatte. Das Battlefield Game Changer-Programm, in dem ich viele Jahre und sehr gerne war, gibt es seit Battlefield 5 nicht mehr. Für GTA-Fans wurde es noch ungemütlicher. Da haben Leute aus der Community umsonst Mods, also kostenlos verfügbare veränderte Versionen des Spiels, hochgeladen, wo sie die Bugs und Fehler aus dem desaströsen Spiel genommen hatten. Das ist super nett, das ist ja praktisch Ehrenamt. Das hat die Firma Rockstar anders gesehen. GTA. Während die Trilogie enttäuscht, müssen sich Modder gegen Rockstars Klagen wehren. Einfach nur, falls bisher nicht klar geworden ist, wer hier die Bösen sind. Klingt zumindest ganz schön unfair. Aber hier hört der Spaß nicht auf. Die Firmen und Entwickler versuchen nämlich, die Fans mit halbgaren Updates hinzuhalten. Battlefield 2042 zum Beispiel ist seit Veröffentlichung im November eine einzige fehlkonzipierte, marode Baustelle. Und jetzt, im Februar, kommt dann so eine Ankündigung. Wir verkünden heute das unbedingte Engagement unseres Teams, das Spiel auf die höchsten Standards zu bringen, die die Reihe für uns alle ausmacht. Wir haben euch gehört. Darum werden wir viel Herzblut in die Zukunft von Battlefield 2042 investieren. Gut, besser spät als nie und
höchsten Standards klingt doch zumindest vielversprechend. Die angekündigten Features sind dann aber ein Scoreboard, ein Voice-Chat und ein Spielerprofil. Gut, ich als Rollercoaster-Tycoon-Fan kenne mich da jetzt nicht so aus, aber das ist doch... Das Mindeste, was ich mir von einem fucking Shooter erwarten kann. Was soll das heißen? Ihr hattet 3 Monate kein Voice-Chat und kein Scoreboard. Für alle Nicht-Gamer oder Leute, denen das zu aggressiv war, das ist, als würde dir jemand ein Auto ohne Räder verkaufen und dann die Räder als bahnbrechende Neuerung 3 Monate später nachliefern. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, machen die Updates das Spiel auch noch mehr kaputt. Dann kam Update 3 irgendwann am 9. Dezember, glaube ich, mit dem Ergebnis, dass die Maus nicht mehr richtig funktionierte. Ja, oder wie EA das genannt hat, das Premium Gold Tastatur Only Bundle für nur 49,99. Da fragt man sich doch, hä? Was? Warum machen die Spieler das denn mit? Nun, da Spieler die Games für viel Geld gekauft und eine gewisse Zeit im Spiel investiert haben, tritt der folgende psychologische Effekt ein. Die Sunk-Cost-Fallacy. Es ist wahrscheinlicher, dass wir ein Vorhaben weiterführen, wenn wir darin bereits investiert haben. Egal, ob es ein finanzielles oder ein zeitliches Investment war. Das kennen wir zum Beispiel vom Essen. Darf es zu Ihrem Mad Hawaii sonst noch etwas sein? Das schmeckt absolut ekelhaft, wirklich. Und 50 Euro dafür. Ich möchte das zurückgeben. Aber kann ich Ihnen für nur 10 Euro Aufpreis diesen exquisiten Senf dazu anbieten, der das geschmacklich perfekt abrundet? Okay, geben Sie her. Zum Glück habe ich kein Geld verschwendet. Das Ding bei Games. Weil Spieler nicht wollen, dass die Kosten und die Zeit verschwendet sind, bleiben sie einfach dran. Und Spielefirmen wissen es auszureizen. Wie eFootball von Konami. Das war in der Ursprungsversion umsonst. Zum Glück, weil die ist ja auch Mist, wie wir gesehen haben. Der Haken, eFootball ist kostenlos, aber DLCs, also Erweiterungen, die sind kostenpflichtig. Es wird vermutlich damit gerechnet, dass Spieler DLCs kaufen, um das meiste aus der investierten Zeit zu holen. Solche Tricks scheinen auch noch aufzugehen, denn die Firmen machen trotz mieser Produkte immer mehr Cash. Dafür spricht einiges, wie der Vorverkauf. Wer die Spiele vorbestellt, kriegt besondere Boni. Battlefield 2042 zum Beispiel hat hiermit geworben. Die Ultimate Edition, Skins, Early Access vor allen anderen und so weiter. Für bis zu 119 Euro. Das ist oft fast doppelt so viel wie die normale Version. Wer das einmal bezahlt hat, bleibt drauf sitzen, egal wie kacke das Spiel dann ist. Und das scheint zu reichen, um negativen Backlash locker auszugleichen. Sucht man nach Infos zur Aktie von EA, findet man Schlagzeilen wie diese. Elektronische Künste, Rekordviertel trotz Schlachtfeld-Niederlage. Gut, ich habe mein Viertel einer Partypizza in 8 Sekunden gegessen. Das war mein Rekordquartal. Cash floss aber auch, ohne auf die Vorverkäufe angewiesen zu sein. Die GTA-Trilogie war trotz desaströsen Start ein Riesenhit. So ein Hit, dass die Firma nicht aus ihren Fehlern lernt und ihre Vorgehensweise bei Entwicklung nicht ändern wird. Die Firmen degradieren den Spieler, der gerade über 60 Euro in ein lang erwartetes Spiel investiert hat, zu einem unbezahlten Beta-Tester. Und dann hören sie nicht auf die Spieler, wenn die sich beschweren. Das wirft doch die Frage auf, was kann man denn dagegen tun? Und dafür habe ich mir Hilfe geholt, und zwar von unserem Redaktionsnerd Yannick. Yannick, immer noch nicht geduscht? Nein. Cool. Also, was kann man machen, um nicht mehr von den großen Firmen rumgeschubst zu werden? Schnell bitte. Okay, also erstmal nichts mehr vorbestellen. Keine Premium-Gold-Bundles oder so ein Scheiß, braucht eh kein Schwein. Dann nicht von großer Presse blenden lassen. Auch wenn Keanu Reeves im Spiel drin ist, kann es sehr, sehr kacke sein. Nach dem Release so 2 Wochen warten, dann ehrliche Reviews suchen und am wichtigsten sich von dem Gedanken verabschieden, dass diese ganzen großen Firmen sich irgendeinen Scheiß für dich interessieren. Die wollen nur Cash. Stattdessen vielleicht mal ein paar Indie-Games ausprobieren, ja? Zum Beispiel das hier. Na, ist doch schön, ist doch super. Okay, cool. Super Idee, aber bitte duschen, bitte duschen, bitte duschen. Also, Entschuldigung, also von jemandem, der sich als Yumi One Trick in Low Silver festhängen lässt, da lasse ich mir aber gar nichts sagen, ganz ehrlich. Und das Spiel nehme ich mit. So, hier. Ah. Vergiss deinen Stuhl nicht. So nämlich. Ja. Also, wenn ihr verstanden habt, was ihr gemeint habt, dann bitte gerne unten in die Kommentare schreiben. Die große Frage ist jetzt natürlich, warum? Warum machen die größten Spielefirmen der Welt keine fertigen Spiele mehr? Nun, keine Ahnung! Weil kurzfristig ist das finanziell vielleicht kein Problem. Aber
Sollten riesige Firmen nicht das große Ganze im Auge haben? Die Alarmglocken klingeln ja schon, zum Beispiel bei EA. Während man bei der gestrigen Investorenkonferenz auf ein grundsätzlich sehr erfolgreiches drittes Quartal von 2021 zurückblickte, widmete man auch dem an Spielerschwund leidenden Shooter ein paar Worte. Denn wenn das so weitergeht, werden irgendwann wirklich die Spieler wegbleiben. Viele Firmen sagen, gut, das war bei uns jetzt Homeoffice und Pandemie, das war das Problem, aber das klingt stark nach einer Ausrede, denn die meisten der gefloppten Spiele sind seit weit vor 2020 in Entwicklung. Also, irgendwas verschweigen uns die großen Spielefirmen. Habt ihr eine Vermutung? Gibt es eine große Verschwörung? Oder ist das alles ein nerviger Zufall? Leute, für jedes Abo darf ich einmal duschen gehen. Für jede gedrückte Glocke sogar mit Shampoo. Ach, nichts mehr drin.